Hallo aus Teneriffa. In diesem Video wird es ein bisschen technisch. Und zwar habe ich mich die letzten Tage mit Webentwicklung im Microsoft-Umfeld, im Microsoft-Stack beschäftigt. Primär ASP.NET, ASP.NET Core, Web-API, MVC, Nancy und mit den Konzepten von REST. Und ich hatte ja schon ein kleines bisschen Erfahrung. Wir hatten mal vor 2-3 Monaten mal versucht, einen Prototypen mit ASP.NET Core Web-API zu bauen. Aber, also es war glaube ich noch die 1.0er-Version, vielleicht auch schon die 1.1, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber mir kam das so ein bisschen vor, als wären da Restriktionen drin, die einfach nicht zur REST-Architektur passen. Ja? Und dass man vieles richtig groß ausprogrammieren muss, was eigentlich ich jetzt erwartet hätte, dass es in einem Web-API-Framework eben mit bei ist, weil es eben für REST eigentlich auch gedacht ist. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, ob ASP.NET Core für uns die richtige Lösung ist. Ein bisschen der Hintergrund, den mir Alexander Zeitler genannt hatte, war, dass eben derjenige bei Microsoft, der halt REST komplett verstanden und gelebt hat und dann eben auch Web-API aufgebaut hat, dass der aus dem Team inzwischen draußen ist und dass quasi so die Anfänge eben noch korrekt gemacht wurden und dass es danach, nachdem es übernommen wurde, eben in die falsche Richtung weitergedriftet ist. Und genauso fühlt sich das auch an beim Programmieren, dass da eben Sachen fehlen, die man eigentlich zwingend bräuchte, um das vernünftig aufzubauen, beziehungsweise wo man einfach keinen Zugriff drauf hat und wo man dann drumherum tricksen muss. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, da drauf zu setzen. Und dann gibt es natürlich einiges an NuGet-Packages noch nicht für ASP.NET Core, beispielsweise Castle Windsor, was ich als IOC-Container verwende. Viele Sachen sind nicht dokumentiert, also als wir da recherchiert haben, habe ich mir gedacht, sage mal, da muss man doch noch eine Doku dazu finden. Zum Beispiel, wie der interne IOC-Container von ASP.NET Core arbeitet. Und das war aber eher Mangelware. So, deshalb habe ich mich jetzt eben intensiver mit beschäftigt, habe mir jetzt auch mal Nancy angeschaut, von dem ich sagen muss, es ist sehr clean. Ja, das heißt, man muss da relativ wenig für die Infrastruktur selbst basteln und das sieht man auch relativ wenig von. Es kann in unterschiedlichen Szenarien gehostet werden, zum Beispiel mit ASP.NET oder auch mit OWIN, also die Open Web, das Open Web Interface für .NET, was glaube ich für uns geeignet ist. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen am Schauen und scheint mir sehr clean zu sein. Ja. Ansonsten MVC, da bin ich jetzt nicht so involviert, weil den Part werde ich gar nicht programmieren, beziehungsweise wir werden eh nicht mit MVC arbeiten, also zumindest nicht mit .NET-seitig, sondern wir haben davor PHP, JavaScript und so weiter. Und ich mache also die Services, Services-Architektur hinten dran und da bin ich jetzt am Schauen, was da in Frage kommt. Da bin ich jetzt gespannt, was ich die nächsten Tage noch lese. Also ich arbeite sehr viel mit Pluralsight, wem das so sagt, kann ich nur ans Herz legen, die machen sehr gute Kurse. Und suche mir da jetzt eben gerade das Passende raus, teilweise auch manchmal nur ein Kapitel und so, um dann jetzt eben so dieses Puzzle Stück für Stück zusammenzusetzen. Ja, und da halte ich euch auf dem Laufenden, was dabei rauskommt und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.